Hey ihr Lieben, heute machen wir Chili con Carne über dem Feuer. Mal gucken, ob es was wird. Ich habe selber noch nie über dem Feuer gekocht. Nur auf dem Grill. Ich bin mal gespannt. Für den ganzen Spaß brauchen wir eine Dose Kidneybohnen, eine Dose Mais, eine Dose geschälte Tomaten, eine Zwiebel, zwei Knoblauchzehen, zwei kleine oder eine große, ein Esslöffel Tomatenmark, Currypulver, Kreuzkümmel, kleine getrocknete Chili, wenn ihr habt, auch gerne frische, aber ist gerade nicht so die Zeit für frische Chilis, Salz, Pfeffer, ein halbes Kilo Hack, Popcorn und ein bisschen Fett. So, als erstes kümmern wir uns um Knoblauch und Zwiebel, schälen und klein schneiden. Beides relativ grob schneiden. Wir müssen jetzt hier keinen Schönheitspreis geben beim Curry. Deswegen reicht hier ein bisschen grob. Den Knoblauch sollte man ein bisschen feiner schneiden. Fangen wir an, das Fett reinzumachen. Lassen das ein bisschen warm werden. Und dann kommt unser Hackfleisch mit dazu. Das wird jetzt erstmal ein bisschen angerüstet. Ist natürlich auch eine super Sache für den Winter, wenn euch kalt ist. Einfach Feuer anmachen, ein schönes Essen draufbraten. Zum Anbraten den Topf möglichst nah ans Feuer hängen, damit ihr halt die volle Power habt. Und nachher zum Köcheln ziehen wir ein Stückchen mit. Wenn das gut angerüstet ist, geben wir unsere Zwiebeln und den Knoblauch mit dazu, lassen den noch kurz mit ein bisschen anrösten bzw. anschwitzen. Wirklich Farbe braucht er nicht. Jetzt kommt das Tomatenmark mit dazu. Das Tomatenmark soll ein bisschen karamellisieren, für einen richtig guten Geschmack und gibt halt der Soße ein richtig schönes Aroma. So, zum Ablöschen würzen wir die Tomaten und ziehen das Ganze gleich ein Stückchen hoch. Und der Mais kommt mit drauf. Das ist wichtig, dass er den Saft mitnimmt. Den nicht wegschütten, aber von dem Boden, den werden wir gleich wegschütten. So, die Bohnen werden wir einmal abgießen. So, und dann kommen die auch schon mit rein. Man hat ja immer noch Reste von der Tomaten in der Dose drin, das wollen wir auch nicht verkommen lassen, deswegen einmal nochmal ausspülen. Hier aufgießen. Wir haben hier nochmal ein bisschen Flüssigkeit mit drin. Und jetzt fehlt noch das Wichtigste, die Gewürze. Machen wir Pfeffer dran. Salz, Kreuzkümmel, also Currypulver. Das Currypulver habe ich übrigens schon mal benutzt in einem Video. Habe ich ein Buntbarsch-Sandwich gemacht. Das verlinke ich euch jetzt hier oben. So, und die bisschen klein gemachte Chili kommt noch mit rein. Ich glaube, hier oben ist jetzt doch ein bisschen zu kalt. Jetzt hängen wir noch mal zwei Stufen runter. Bis es kocht, dann ziehen wir es wieder hoch und lassen es jetzt einfach eine halbe Stunde vor sich hin köcheln. So, jetzt kümmern wir uns noch um eine kleine Beilage dazu. Und zwar machen wir ein bisschen Popcorn dazu. Einfach weil es noch so ein bisschen Crunch mit reinbringt. Wenn es richtig geil dazu passt. Das mache ich auch nicht über dem Feuer, das mache ich im Topf. Ist mir sicherer. Das funktioniert an sich ganz einfach. Wir packen das Öl zuerst rein, lassen das warm werden. Stellt den Herd nicht so hoch, so mittlere Stufe reicht eigentlich. Ansonsten verbrennt euch der ganze Mais. So, dann kommt der Mais schön mit dazu. So, dass der Boden großteils bedeckt ist. Und dann noch was zu und lassen die Hitze wirken. So, wenn es anfängt zu blubbern, wenn das richtig losgeht, dann machen wir es aus. Dann ist es heiß genug. Jetzt müssen wir ein bisschen hin und her schütteln. Wir wollen ja nicht, dass es verbrennt.
und am besten den Deckel nicht vorher aufmachen. So, und das Ganze soll natürlich auch noch was schmecken. Deswegen nehmen wir uns unser altbekanntes Currypulver. Machen hier ein bisschen was dran. Machen noch einen Deckel drauf, schütteln es mal schön durch. Und dann ist unser Currypopcorn schon fertig. Nicht vergessen, immer mal umrühren im Topf. Nicht, dass es dann doch mal anbrennt. Jetzt schön, wie ihr seht, schön dick. Dann nehmen wir das jetzt runter. So, und dann mache ich mich dran, den ganzen Topf jetzt leer zu essen. Nein, Spaß. Unser kleines, deftiges Chili ist fertig. So, dann kommt oben drauf noch unser schönes Popcorn. Für den Flavor-Kick. Und dann lasse ich mir jetzt schmecken. Dieser Crunch durch das Popcorn ist einfach richtig geil. Das musst du auf jeden Fall mal ausprobieren. Und an sich ist es total einfach und super lecker. Das ist ein total einfaches Chili-Rezept. Wenn ihr es aber noch einfacher haben wollt, dann drückt jetzt den Abonnier-Button. Und demnächst kommt ein Video, wo wir 4 verschiedene Dosen Chilis kosten. Für die, die es ganz einfach haben wollen. Also Abo-Button drücken und bis zum nächsten Mal.